Wie heißen Sie? Würden Sie sich kurz vorstellen? Mein Name ist Nuresh Nuri, ich bin 13 Jahre alt und ich bin die dritte Generation vom Pashmin Art Gallery. Was bewegt sich dann eigentlich also für Kunst? Warum interessieren Sie sich für Kunst? Ich interessiere mich für Kunst, weil ich schon als Kleinkind, weil meine Mutter ist Künstlerin, sie ist Natalia Nuri, und sie ist eine großartige Künstlerin. Sie hat mich inspiriert, Bilder zu malen, und das habe ich schon sehr gemocht. Es war ein großartiges Gefühl. Ich habe gern Bilder gezeichnet, bin mit 2 Monaten schon in China gewesen. Und ich danke sehr meinem Vater, dass er mich überall mitgenommen hat. Und es war einfach ein großartiges Gefühl und ein sehr großes Abenteuer für mich. Und warum bist du interessiert auch an seiner Kunst? Was willst du denn damit machen? Ich bin sehr interessiert an Kunst, weil ich meine Freiheit zeigen kann. Meine Gefühle, die ich manchmal auch verstecke, aber die ich dann in meinen Bildern zeige, um Menschen zu inspirieren lassen, dass ich etwas in meinen Gedanken habe, das ich einfach präsentieren will. Ist das eine Berufung für dich? Es war eigentlich keine Berufung für mich. Also es war niemals eine Berufung für mich. Es war immer so, so als Spaß. Sagen wir mal so. Und es war halt einfach, es ist einfach großartig, wenn man den Pinsel so in der Hand hält und nach denkt, okay, das will ich jetzt unbedingt zeichnen. Und dann zeichne ich das einfach auf der Leinwand. Und dann, ich bin frei. Ich kann mit diesem Pinsel alles anstellen, was ich will. Ich kann alles zeichnen oder auch malen, was ich will. Und das ist etwas sehr, sehr Tolles. Und jeder kann Kunst machen. Also egal, was es ist oder was man auch sonst so macht. Also man kann seine ganzen Gefühle freilassen. Also niemand kritisiert dich dafür. Also. Und werden wir dann auch also von dir deine neue Werke sehen oder wirst du in Kunstbusiness einsteigen? Was ist denn deine nächste Ziel? Mein nächstes Ziel ist tatsächlich im Kunstbusiness einzusteigen. Weil ich, ja, wie ich schon hier gesagt habe, dass ich schon immer ein Interesse für Kunst hatte und ich will etwas Großartiges so malen, damit sie die Menschen sehen, so welches Gefühl oder Feeling ich für Art habe. Und ja, und ich bin sehr froh, dass ich die nächste Generation sein darf, dass ich den Erben von meinen Großvätern weitergeben kann, auch an meine Kinder. Und ja, es ist eine große Ehre. Also, Dankeschön, Papa. Ich bin sehr froh, dass ich dieses Interview überhaupt führen kann. Also, ja, jetzt im Moment mache ich eine kleine Pause. Es tut mir leid, wegen der Schule. Ich habe viele Sachen jetzt gerade vor mir. Ich muss ganz an mich an Schule konzentrieren, weil Schule ist immer, hat meine Mutter immer gesagt, Schule ist immer das Erste. Und ich konzentriere mich natürlich auf meine Schule, aber auch, ich will meine Freizeit nicht an Social Media so oft verschwenden, sondern eher für das, was mich wirklich interessiert, und zwar Kunst.